Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Noch einmal einen schönen Samstag. Und ja, deswegen noch einmal, weil ich habe ja schon wieder ein Video gemacht, weil so gestern beim Einschlafen habe ich mir das schon vorgenommen für heute früh, mal so ein zusammenfassendes Video der Ereignisse der letzten 3 Tage in Thüringen. Ich habe es, ich denke mal, passend genannt. Die Demaskierung der Scheindemokratie. Ja, wer es sehen will, ist ein bisschen länger geworden, als ich gedacht hätte, aber es war halt so viel passiert in der kurzen Zeit. Sind so rund 13 Minuten. Aber man sollte sich vielleicht nehmen, um mal zu kapieren, was diese angebliche Demokratie in diesem Land in Wirklichkeit ist. Nämlich, wie gesagt, eine Scheindemokratie, wo man Regeln nur dann einhält, wenn das Ergebnis herauskommt, was einem passt. Und ansonsten legt man die Regeln so aus, wie man es braucht, oder erfindet neue, wenn die alten nicht mehr tauglich sind, um das Ergebnis zu erreichen, was man haben möchte. Ja, gut. Aber wie gesagt, das alles in diesem Video. Da habe ich genug dazu gesagt, will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Heute kommen wir zur, jetzt muss ich kurz rechnen, 95. Stunde zur Weltgeschichte und damit dem 613. 613. Geschichtsstunde insgesamt von Egon. Und heute geht es auch wieder endlich chronologisch weiter, nachdem wir die letzten beiden Tage die Begriffserklärung hatten, damit man schon mal so das ein oder andere, was im Laufe dieses Bandes vorkommt, besser verstehen kann. Und da konnte man schon daraus erkennen, es wird sich jetzt so einiges tun. Es geht nicht mehr nur um tektonische Veränderungen, um Klimaveränderungen etc., sondern langsam auch zu dem, was unsere eigentlichen Wurzeln sind, egal welches Volk, egal welcher Teil der Erde. Daraus kann man erkennen, es ist weder jüdischer Glaube, noch Christentum, noch Islam, wo unsere eigentlichen Wurzeln liegen und die unsere ersten Hochkulturen hervorgebracht haben, sondern wir selber, unsere richtigen Vorfahren und nicht irgendeine Religion, die uns erzählen will, was richtig und was falsch ist. Und wenn man dann tiefer hineinblickt in deren Institutionen, man immer wieder erkennen kann, dass die schon die kriminellsten Sachen abgezogen haben und selber nicht wissen, was richtig und was falsch ist. Ja, heute geht's weiter und da muss ich sagen, sind wir eigentlich nochmal 2000 Jahre zurück, weil wir hatten ja als letztes 40.000 Jahre vor heute. Und jetzt sind wir, jetzt geht's weiter mit, und jetzt sehe ich gerade, ich habe das falsche Buch, aber hier das andere. Ich wundere, wo ich wieder 292 Millionen habe. Bis jetzt waren wir immer mit vor und nicht vor Christus. Und da wir mit 40.000 Jahren vor heute beendet hatten, den letzten Band, und da es jetzt schon mit vor Christus weitergeht, muss man ja 2000 Jahre dazu zählen. Also immer wieder 42.000 Jahre vor heute, aber nur zwei Artikel. Und dann sind wir wieder dort, wo wir schon mal waren. Und dann geht es peu à peu wieder in der Zeitgeschichte voran. Also, hier haben wir heute als erstes aus diesem Band, da muss ich mal schauen, ist es das erste? Weil vorne sind wir so eine Kurzzusammenfassung, nochmal so eine Vorschau. Die lese ich immer nicht mit vor, weil es ja im Buch alles einzeln dann in größerer Ausführung sowieso vorkommt. Um 40.000 vor Christus, also nicht mehr um 40.000 vor heute, sondern um 40.000 vor Christus, das heißt also insgesamt 42.000 Jahre vor heute. Der Alte von Cro-Magnon unter einem Felsüberhang in Klammern Abri, Klammer zu, in Südfrankreich lebt eine Gruppe Frühmenschen. Einige von ihnen weisen Merkmale auf, die neu sind und sie von ihren Artgenossen unterscheiden. Der Mensch steht in seiner Entwicklung an der Schwelle zu seiner heutigen Form. Eisenbahnarbeiter entdeckten 1868 unter dem Abri
die Überreste der Siedlung mit fünf jungpaläolithischen Skeletten. Drei Männer, eine Frau und ein Fötus können unterschieden werden. Was den Fund zur Sensation werden lässt, das circa 40.000 Jahre alte Skelett eines älteren Mannes trägt Merkmale einer neuen Gattung. Der Alte von Cro-Magnon wird zum Prototypen seiner Art. Auffallend an dem Fossil ist der langförmige, breite Schädel mit den starken Überaugenbogen und rechteckigen Augenhöhlen. Die Jochbogen sind ausladend, die Stirn ist steil. Mit etwa 170 Zentimetern ist der Körper mittelgroß. Damit unterscheiden sich die Cro-Magnon-Menschen von den älteren Repräsentanten des Homo sapiens, deren Schädel lang und schmal sind. Zunächst gilt der Cro-Magnon-Mensch als frühe Form des Homo sapiens sapiens. Heute sehen Anthropologen in ihm den Extremtypus des vorangegangenen Homo sapiens. In der Nähe des Abri Cro-Magnon liegt der Abri Patou, in Klammern beide bei Le Ezier de Teilhac in der Dordogne, Klammer zu. Auch hier kommen Menschenknochen zum Vorschein, die die Merkmale der Cro-Magnon-Leute aufweisen. In diesem Fall handelt es sich um das Skelett einer jungen Frau, die vor etwa 36.000 Jahren unter dem Abri lebte. Weitere Cro-Magnon-Formen in Europa stammen aus Papallo in Spanien und von der italienischen Riviera. Beziehungen bestehen zu Funden in Funden in Beni Segual, ist wieder so mit Trennstrich geschrieben, deswegen jetzt ein bisschen der Stotterer. Beziehungen bestehen zu Funden in Beni Segual und Afa Lubu Rumel in Nordafrika sowie auf den Kanarischen Inseln. Der Homo sapiens tauchte zuerst vor etwa 90.000 Jahren im Bereich des heutigen Israel auf. Seine Nachfolger, der Homo sapiens sapiens, stammt vermutlich aus dem Mittleren Osten und wanderte während einer Warmphase der Würmeiszeit in Mitteleuropa ein. Kurz die gleiche Bemerkung dazu. Oder ich mache den letzten Satz noch. Funde belegen die circa 10.000 vor Christus abgeschlossene, weltweit erfolgreiche Verbreitung der neuen Art. Ja, das wissen wir ja mittlerweile. Davuljus guggenmosi, 11,6 Millionen Jahre alt, gefunden in Süddeutschland, der wohl älteste mit aufrechtem Gang existierende Vormensch, Menschenaffe, aus dem wahrscheinlich dann doch separat für sich alleine Europäer hervorgegangen sind, die sich eventuell dann schon mit anderen irgendwo über die Jahrmillionen, Jahrtausend Jahre vermischt haben, Jahrhunderttausend Jahre. Und deswegen alles andere ist richtig, der Fund und wie die aussahen etc. Aber dass die nun unbedingt aus dem Nahen Osten und Mittleren Osten eingewandert sein müssen, ist mittlerweile sehr, sehr fraglich. Ja, hier haben wir noch zwei Bilder dazu. Schädel eines Cro-Magnon-Menschen mit bereits eindeutig anatomisch modernen Merkmalen. Die Nasenöffnung ist hoch und schmal, das Kinn deutlich ausgeprägt und das Gehirnvolumen relativ groß. In Klammern 1600 Kubikzentimeter. Und da haben wir den Schädel von Cro-Magnon-Menschen. Jetzt muss ich natürlich nochmal auch zusätzlich sagen, wie es scheint, irgendwie sind sie in dem Buch nicht ganz mit sich einig, denn im Text schreibt man, dass man ihn vor 40.000 Jahren gefunden hat, aber die Überschrift stammt von um 40.000 Jahre vor Christus. Das hieße ja wiederum, dass es 42.000 Jahre sind. Also vermutlich ist es dann doch eher 40.000 Jahre her. Aber je näher wir kommen, umso weniger gibt es diese Probleme. Je näher wir kommen zur heutigen Zeit.
Der Felsüberhang nahe Le Ezier ist ein Fundort von überragender Bedeutung. Cro-Magnon, der Name eines Kalksteinmassivs, bedeutet große Klippe. Wenn das große Klippe heißt, muss es wohl, ich weiß nicht, ob es heute noch direkt am Meer liegt, aber irgendwann mal am Meer gelegen haben, am Ufer. So sah es da aus, wo man diesen Cro-Magnon-Menschen gefunden hat. Ja, noch einmal um 40.000 vor Christus, Blattspitzen als Bärentöter. In der Ilsenhöhle im heutigen Thüringen in Deutschland vertreiben Jäger dort hausende Höhlenbären. Fortan dient sie dem Menschen als Wohnstätte. Erfolg im Kampf gegen große Raubtiere verdanken die Menschen Mitteleuropas einer neuen steinernen Waffe, die gleichzeitig Werkzeug ist, der Blattspitze, die vermutlich auf lange Holzschäfte gesteckt worden ist. Aus Deutschland, Ungarn und der ehemaligen Tschechoslowakei sind die symmetrisch geformten Steinwerkzeuge bekannt, die an übergroße Lorbeerblätter erinnern. Die Funde werden zunächst nicht in einen überregionalen Zusammenhang gebracht. Man vermutet lokale Gruppen. Erst heute werden die regionalen Erscheinungsformen unter der Bezeichnung Blattspitzengruppen zusammengefasst. Während die Waffen und Geräte der Blattspitzengruppen gut bekannt sind, fehlen Kenntnisse über die Menschen dieser Kulturstufe völlig. Keine Skelettreste sind gefunden worden. Und selbst die Frage, ob der Neandertaler oder der Homo sapiens die eleganten Werkzeuge geformt hat, muss unbeantwortet bleiben. Fest steht, dass die Menschen jener Zeit talentierte Handwerker gewesen sind, denn die Steingeräte zeugen von hohem Geschick, technischem Verstand und ästhetischem Begreifen. Die Zeit der Blattspitzen endet um 35.000 vor Christus, mit dem Auftauchen des Homo sapiens sapiens in Mitteleuropa. Ja, wie gesagt, muss man mal dazu hinzufügen, solange wie es um diese Entwicklungsgeschichte des Menschen geht und wo die wohl hergekommen sind, das könnten dann jene gewesen sein, die wirklich unsere Vorfahren sind und keine eingewanderten Leute aus Afrika oder dem Mittleren oder Nahen Osten. Und da sehen wir auch wieder mal Thüringen. Und deswegen nochmal ein Gruß an Herrn Ramelow. Sie werden Thüringen nicht zerstören mit Ihrer linksradikalen Bande. Spätestens wenn das Jahr 2021 rankommt, werden die Leute erkennen, was eure rot-rot-grüne Politik wirklich bedeutet. Und die hat nichts mit sozial zu tun. Rein ideologisch geprägt, um Dinge durchzusetzen, die der Kommunist für sich als richtig hält, aber was schon mal bewiesen worden ist, wo die Menschen selber sagen, nee, das kann nicht richtig sein. Und ihr werdet genauso verjagt werden, wie damals die Damen und Herren von der SED und vom Politbüro. Bloß diesmal müssen wir genau aufpassen, dass ihr nicht wieder hochkriecht. Ja, weiter geht's. Um 38.000 vor Christus. Aus dem Tyrrhenischen Meer erhebt sich die Vulkaninsel Stromboli. Das 12,6 Quadratkilometer große Eiland zählt zu den Liparischen Inseln. Der Stromboli ist heute der einzige ständig aktive Vulkan in Europa. In kurzen Zeitabständen erfolgen von Dampfwolken begleitete Eruptionen, die Schlacke auswerfen. Und eine zweite Randbemerkung. Um 38.000 vor Christus. Auf der Erde tritt die von Populationsgenetikern als Flaschenhalseffekt bezeichnete Situation ein. Ich will ganz kurz bei euch machen. Die Bevölkerungszahl nimmt drastisch ab und erhöht sich dann wieder. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher der Human Genome Projektes nach der Auswertung von 500.000 Geninformationsträgern. Ja,
sehen wir auch. Selbst bei uns ging es mal hoch und mal runter. Nur seit uns angebliche Demokraten in der Welt regieren, ist diese ja, normale ja, Bereinigung der Weltbevölkerung zum Stillstand gekommen, weil sie durch merkwürdigste Sachen und Regelungen der Ausbreitung der unendlichen Reproduktion auf gewissen Kontinenten Vorschub leisten. Ja, und das ist der Untergang Afrikas und das ist der Untergang Asiens, dort wo diese Überbevölkerung besteht und nicht der böse Europäer. Denn die Kinder zeugen tun wir nicht für sie. Weiter geht's. Und dann nehmen wir gleich die Randbemerkung weg, sind beide von derselben Zeit. Um 35.000 vor Christus, um eine bessere Kontrolle über den Tauschhandel zu haben, verwenden die Menschen einfache technische Hilfsmittel. In Holz oder Stein werden Einkerbungen geritzt, die als Zählsystem dienen. Die Kerbhölzer und Steine markieren den Anfang des Zählens und Rechnens durch den modernen Menschen. Darüber hinaus sind sie ein Beleg für abstraktes und strukturiertes Denken. Und weiter geht's mit dem ersten großen Artikel über zwei Seiten. Um 35.000 vor Christus nochmals im Orinasian oder wenn man es ja, so spricht, Aurignatien, breitet sich der moderne Mensch aus. Der moderne Mensch, der Homo sapiens sapiens, hat seine Entwicklung abgeschlossen und verbreitet sich in seiner heutigen Form über die Erde. Wie gesagt, immer der Einfug, der Einwand, ob der sich verbreitet hat oder wohl doch eher wie dieser Fund in Süddeutschland, der Davulius Guggenmosi bezeugt, separat an verschiedenen Punkten der Erde sich selbstständig, unabhängig voneinander entwickelt hat. Wahrscheinlicher wird mittlerweile immer mehr die zweite Theorie. Also nicht die Verbreitungstheorie, sondern die Entwicklungstheorie separat an verschiedenen Punkten der Erde. Der Fund eines menschlichen Siedlungsplatzes in der Höhle von Aurignac in Frankreich verleiht einer altsteinzeitlichen Kulturstufe den Namen. Das Aurignacien ist die Zeit der ersten Jetztmenschen. Aurignacien oder Aurignacien, wie gesagt, ich bin kein perfekter Franzose. Das Aurignacien ist die Zeit der ersten Jetztmenschen. Das Aurignacien geht aus dem Mousterian, der Zeit der Neandertaler, hervor. Bereits 5000 Jahre früher als in Mitteleuropa sind im Nahen Osten die typischen Merkmale der neuen Kulturstufe feststellbar. Darunter fallen die ältesten Klingenindustrien des Jungpaläolithikums. Steinklingen, deren Kanten nicht nur scharf abgeschlagen, vielmehr durch feinste Nachbearbeitung zu Sticheln, Kratzern oder Spitzklingen retuschiert werden. Typisch sind auch große Knochenspitzen mit gespaltener Basis, Speerenden, die mit Holz geschäftet werden. Durch Tauschhandel und Wanderungen verbreiten sich die neuen Errungenschaften vom Don bis zum Atlantik. Ja, und da sieht man, was eigentlich zusammengehört, was Europa ist. Europa geht nicht nur bis ans Ende der NATO und damit zionistischen Herrschaft, sondern Russland, ein großer Teil Russlands, ist eher europäisch als das, was man hier importiert und zum Europäer machen möchte. So verrückt ist diese Ideologie. Echte Europäer sind angeblich keine, das wird immer gar nicht so richtig mit erwähnt. Europa ist nur EU für diese Leute. Und Leute, die mit Europa nichts zu tun haben, sind plötzlich Europäer. Tja, daran kann man die Widernatürlichkeit dieser ganzen Ideologie, die man uns mit aller Gewalt überstülpen will, immer wieder erkennen. Weiter geht's mit der ersten Unterüberschrift zu diesem Artikel, dem ersten Unterabschnitt.
Besiedlungsdichte gering. Und da mache ich nochmal ganz kurz. Entschuldigung. Heute habe ich wieder viel Luft. Im Bauch. Nochmal. Besiedlungsdichte gering. Das Leben der Orignacien-Menschen unterscheidet sich nicht sehr von dem ihrer Vorfahren. Die Sippen leben meist im Freiland, wo sie aus Holz, Häuten und Knochen Zelte oder Hütten errichten. Auch Höhlen oder Felsüberhänge suchen die Nomaden noch immer gern auf, um sich dort eine Zeit lang niederzulassen. Die Lebenserwartung liegt bei etwa 20 Jahren. Wichtigste Jagdtiere sind Wildpferd, Mammut, Rentier und der gefährliche Höhlenbär. Die Besiedlungsdichte ist im Orignacien noch sehr gering. Schätzungen zufolge lebt im Durchschnitt ein Mensch auf einem Hektar Land. Mit dem Orignacien beginnt der Mensch seiner Gedankenwelt Form zu verleihen. Erstmals in der Geschichte entstehen Kunstwerke, Malereien an Höhlenwänden, Gravierungen auf Knochen und Skulpturen von der Größe eines Handtellers. Durch die Langlebigkeit des Materials sind bis heute Tausende von Bildern erhalten. Sie gewähren Einblick in das Leben der frühen Menschen, geben aber ebenso Rätsel auf. Und der letzte Unterabschnitt zu diesem Artikel: Ästhetisches Empfinden. Die Menschen der steinzeitlichen Epoche des Orignacien schmücken sich mit Bernstein und Muscheln. Das ästhetische Empfinden unserer Vorfahren scheint bereits voll entwickelt. Ja, heute wird uns ideologisch erzählt, dass andere Sachen ästhetisch ganz normal sind. Obwohl jeder ein normaler Mensch tief in sich drin weiß, aus diesen Zeiten, aus dieser Entwicklung, das liegt in unserem Gen, was normal ist, was schön ist, was hässlich ist. Aber Ideologen sagen alles falsch, alles ist schön. Ja, das ist die Verrücktheit der jetzigen angeblichen modernen Wissensgesellschaft. Die Schmuck in Klammern oder Kult in Fragezeichen, Klammer zu, Objekte werden durchbohrt, um sie an Ketten aneinander reihen zu können. Auf diese Weise entstehen Anhänger, die mitteleuropäischen Orignacien bevorzugt als Eisfuchszähnen gefertigt werden. Kleine Stücke werden auch auf die Kleidung aufgenäht. Die wichtigsten Schmuckmaterialien in Mitteleuropa sind Bernstein, Muscheln und Schnecken. Aber auch aus den Röhrenknochen des Schneehasen und aus Steinbockzähnen stellen die Menschen Zierstücke her. Das Verwenden von Zierrat ist im Jungpaläolithikum erstmals nachweisbar. Dass Schmuck bereits im Mittelpaläolithikum in Klammern 200.000 bis 40.000 vor Christus, Klammer zu, existierte, lässt sich nur vermuten. Reste von Farbsplittern deuten darauf hin, dass schon in dieser Periode Körperschmuck hergestellt wurde. Die Farbsplitter, oft Mangan und Hämatit, weisen Bearbeitungsspuren auf. Die mit der Farbe verzierten Materialien sind nicht überliefert, da sie wohl aus Holz bestanden. Wie wir wissen, Holz vergeht schnell. Ja, und da haben wir noch zwei Bilder dazu. In der Höhle Pindal bei Colombre in Spanien hat ein Künstler aus der Altsteinzeit ein Mammut den Elefanten der Eiszeit verewigt. Zu sehen ist auch die wohl erste Darstellung eines Herzens, vermutlich als Hinweis, wo der verletzlichste Punkt der begehrten Jagdbeute zu finden ist. Hammers. Der Erfinder des Herzens bzw. der optischen Darstellung des Herzens. Ne? Ob der das gewusst hat, dass er das ist. Ja. Und die konnten besser malen als die rot-links-grün asozialen Künstler, die sich Graffiti-Maler nennen. Weil hier kann man erkennen, dass er Mammut ist. Und es hat Sinn gemacht. Ja, weiter geht's mit dem zweiten Bild. Bernsteinkette aus dem Orignacien. Männer wie Frauen gleichermaßen
tragen den begehrten Schmuck, dem eine magische Wirkung zugeschrieben wird. Und weiter geht's. Und da sind wir. Und da muss ich schauen. Ja, Randbemerkung muss ich diesmal später nehmen, weil es in der Zeit später kommt. Um 32.400 vor Christus. Die Künstler von Chauvet. Eine Grotte im Tal der Ardèche in Frankreich wird von Menschen des Origination mit Malereien verziert. Immer wieder kehren die Künstler an diesen Ort zurück und bemalen im Licht ihrer Fackeln die Wände. Sie schaffen die ältesten und zugleich prächtigsten Felsbilder der Welt. Ich merke das schon mal so ein bisschen jetzt. Hoppla. Nehmen wir einen Schluck Milch und einen Schluck Kaffee. Und dann geht's weiter. Die 1994 von drei französischen Höhlenforschern entdeckte Höhle reicht 150 Meter tief in den Fels und entpuppt sich als eindrucksvolle Steinzeitgalerie mit 420 Felsmalereien, die das Höhlenklima in hervorragendem Zustand konserviert hat. Das Alter der Bilder kann dank der organischen Stoffe, mit denen sie aufgetragen sind, auf rund 34.400 Jahre datiert werden. Damit sind die Malereien in der nach ihrem Entdecker benannten Grotte Chauvet 10.000 bis 15.000 Jahre älter als die vergleichbaren Bilder in den berühmten Höhlen von Lascaux in Frankreich und Altamira in Spanien. Tierdarstellungen, überwiegend in Ocker- und Schwarztönen gehalten, überziehen die Höhlenwände. Oft sind die Tiere nicht vereinzelt, sondern in Gruppen abgebildet. Die Künstler malten Bisons, Hyänen, Eulen, Bären, Raubkatzen, Nashörner, Mammute, Hirsche, Steinböcke und Wildpferde. Ob es sich um Jagdtiere oder Tiergötter handelte oder ob der Zweck der Malerei unserer heutigen Vorstellungswelt vollends verschlossen bleibt, ist im Falle der Grotte Chauvet ebenso rätselhaft wie bei allen anderen bekannten Felsbildern jener Zeit. Es fällt auf, dass 60% der Bilder in der Ardèche-Höhle gefährliche Tiere darstellen, eine Besonderheit, die bei anderen Höhlenmalereien nicht auftritt. Knochenfunde, Schlafkuhlen und Fußspuren verraten, dass die Höhle lange Zeit als Bärenhorst diente. Den Menschen haben die Höhlenbären nicht nur als Beute, sondern auch als Opfertiere gedient. Auf einem Steinblock hinter dem heute sogenannten Saal Hilaire platzierten Höhlenmenschen einen Bärenschädel, was auf einen Bärenkult hinweist. Ja, und nochmal ein Bild dazu. Der Turm der schwarzen Pferde in der Grotte Chauvet, die qualitätvollen Darstellungen in der Grotte Chauvet. Die qualitätvollen Darstellungen zeigen, dass die Künstler um die Schwierigkeiten der Perspektive wissen. Auch schattieren sie die Motive so geschickt, dass diese dreidimensional wirken. Alle diese Techniken setzen einen fortgeschrittenen Kunstsinn voraus. Ja. Vermutlich muss man leider feststellen, dass diese Höhlenmenschen intelligenztechnisch schon weiter waren als jene, die uns heute durch die linkszionistische Presse als Politiker nach oben geschrieben worden sind. Weiter geht's. Und jetzt können wir die Randbemerkung wegnehmen. Um 32.000 vor Christus. Im heutigen brasilianischen Bundesstaat Piauí entstehen Höhlenmalereien, die zu den ältesten Zeugnissen der Besiedlung des Kontinents zählen.
Und noch einmal um 32.000 vor Christus, die ersten Südamerikaner. Im Nordosten Brasiliens finden Vertreter der Gattung Homo sapiens sapiens unter einem Felsvorsprung, in Klammern Abri, Klammer zu, eine neue Wohnstätte. Die Einwanderer zählen zu den frühesten Menschen, die auf dem südamerikanischen Kontinent leben. Unter dem Abri von Pedra Furada hinterlassen die Siedler eine Feuerstelle, Werkzeuge, Steinbrocken und Felsmalereien, die heute als älteste Kunstzeugnisse auf beiden amerikanischen Erdteilen gelten. Mithilfe der Radiokarbondatierung gelingt es, das Alter der Holzkohlereste in der Herdstelle auf etwa 34.000 Jahre zu bestimmen. Aktuelle Korrekturen dehnen das Ergebnis sogar auf 50.000 Jahre aus. Noch immer ist ungeklärt, wie die Besiedlung der amerikanischen Kontinente vor sich ging. Vermutlich kam der Mensch von Sibirien aus über die zugefrorene Beringstraße nach Nordamerika. Über die mittelamerikanische Landbrücke erreichte er Südamerika. Die ältesten Beweise menschlicher Existenz auf nordamerikanischem Boden sind jedoch nicht älter als 20.000 Jahre. Also auch, was auch wieder diese Ausbreitungs- und Besiedlungstheorie erheblich in Frage stellt und er vielleicht Hinweise daraus gibt, dass es vielleicht doch menschenaffenähnliche Individuen schon vorher gab, die sich auch dort separat zu Menschen entwickelt haben. Aber die andere Ausbreitungstheorie gefällt halt der jetzigen linkszionistisch dominierten Gesellschaft besser, wenn man da immer sagen kann, wir sind alle gleich. Ja, entsprechend brisant ist der Fund von Pedra Furada. Wenn der Mensch tatsächlich von Nord- nach Südamerika eingewandert ist, so beweisen die Überreste in Brasilien, dass bereits viel früher Menschen auf dem nördlichen Kontinent gelebt haben müssen. Spuren menschlicher Existenz aus dieser Zeit sind in Nordamerika bislang aber noch nicht entdeckt worden. Ist auch wieder logisch, weil, wie wir ja wissen, war das Klima in Südamerika zu der Zeit lange Jahrhunderte angenehmer zu leben als im kalten, eisigen Norden. Und warum sollten dann ausgerechnet Südamerikaner nach Nordamerika gewandert sein, um dann dort nach 20.000 Jahren, 10.000 Jahre später zu besiedeln? Also wie gesagt, die Anhaltspunkte, dass die multiregionale Entwicklung des Menschen an verschiedenen Punkten vonstatten ging und völlig separat voneinander geschehen ist, die sind einfach viel logischer. Und es gibt immer mehr Indizien dafür, als diese von der rot-links-grün-zionistischen Ideologie geprägten Ausbreitung des Menschen von Afrika aus in die ganze Welt, weil man damit immer schön sagen kann, wir sind alle Afrikaner, ne? Wir sind alle gleich. Ja, ein Bild haben wir dazu nicht. Und da kommen wir zur siebten und achten Seite. Und ich denke mal, mehr schaffen wir heute auch nicht. Weiter geht's. Weiterhin um 32.000 vor Christus. Wildpferd und Löwenmensch. In den Höhlen des Lohne und des Achtals im heutigen Baden-Württemberg in Deutschland formen Menschen des Origination winzige Statuetten. Die Figuren aus der Vogelherdhöhle, dem Geisen, Klösterle und dem Hohlenstein gelten heute als Höchstleistungen früher plastischer Kunst. Sämtliche Kunstäußerungen des Menschen aus der Zeit des Origination in Deutschland stammen aus diesen beiden Flusstälern der Schwäbischen Alb. Wieso ausgerechnet diese Region zur Gestaltung von Statuetten inspirierte, ist ungewiss. Auf jeden Fall waren die Lebensbedingungen im Lohnetal vor über 30.000 Jahren ideal. An seinen Hängen finden sich zahlreiche Höhlen, die heute verschüttet sind, vor der letzten Eiszeit aber noch frei zugänglich waren. Die nahen Flüsse sind reiche Nahrungsquellen. Schon die Neandertaler wissen die Grotten des Lohnetals als Behausungen zu schätzen. Sie hinterlassen Spuren wie zum Beispiel Überreste der mittelsteinzeitlichen Kopfbestattungen im Hohlenstein.
Die sensationellsten Funde stammen jedoch aus dem Aurignacien, In der Vogelherdhöhle nahe des heutigen Stetten ob Lohnetal schnitzen Menschen Tierfiguren aus den Stoßzähnen eines Mammuts. Die Statuetten sind nur wenige Zentimeter groß, werden mit Ösen versehen und als Amulett um den Hals oder an der Kleidung getragen. Später hat man die Figuren offenkundig absichtlich in der Höhle deponiert. Die Aurignacien-Künstler ritzen Linien in die Oberflächen ihrer Plastiken. Einige parallel, andere in Form eines Andreaskreuzes. In einige Stücke bohren sie Grübchen. Da die Symbole kein Körpermerkmal der Tiere wiedergeben, sind sie vermutlich Träger einer Botschaft, deren Inhalt heute für immer verloren scheint. Ähnliche Zeichen kann man auf jungpaläolithischen Kleinplastiken in Russland erkennen. Die wohl aufsehenerregendste Menschenplastik des Aurignacien stammt aus dem Höhlenstein im Lohnetal. Der sogenannte Löwenmensch ist eine der schönsten, größten und geheimnisvollsten Kunstwerke des Jungpaläolithikums. Die etwa 30 cm hohe Figur steht auf zwei Beinen. Der Körper trägt weibliche Merkmale und einen Löwenkopf. Unzählige Deutungsversuche sind an dem Löwenmenschen vorgenommen worden. Stellt die Figur eine Schamanin mit Löwenmaske dar? Fragezeichen. Oder ist sie eine Tier-Mensch-Gottheit, die in der Höhle verehrt wurde? Fragezeichen. Selbst das Geschlecht des Löwenmenschen ist nicht genau zu bestimmen. Der Fortsatz zwischen den Schenkeln der Figur scheint den einen Phallus. Was? Da haben sie irgendwie falsch geschrieben. Der Fortsatz zwischen den Schenkeln der Figur scheint dem eines Phallus, den anderen ein Lendenschurz. Ach so, gut, lesen wir es nochmal. Der Fortsatz zwischen den Schenkeln der Figur scheint den einen ein Phallus, den anderen ein Lendenschurz. Also doch richtig geschrieben, müssen wir bloß bis zum Ende lesen. Die Statuette wird nicht etwa vollständig in der Höhle entdeckt, sondern in Einzelteilen und unerkannt mit anderem Fundgut geborgen. Erst bei der Inventarisierung fallen Stuttgarter Archäologen die über 100 Elfenbeinstücke auf. In mühsamer Detailarbeit setzen sie die Teile zum heute bekannten Löwenmenschen zusammen. Die Form der Figur bleibt spekulativ. Selbst die Frage, ob der Löwenkopf zum Körper gehört, oder von einer anderen, vielleicht rein tiergestaltigen Plastikstamm ist nicht gelöst. Zweck und Form des Löwenmenschen bleiben somit unklar. Also viele Deutungsversuche, viele Möglichkeiten und jeder legt alles immer so aus, wie es gerade ideologisch braucht. Nur echte Wissenschaftler und echte neutral denkende, logisch denkende Menschen, die sagen, wir wissen es nicht. Ja, hier haben wir noch ein Bild dazu. Meisterhaft aus Elfenbein geschnitztes Wildpferd. Weitere Motive aus der Vogelherdhöhle sind Mammut, Raubkatze und Wisent. Die Statuetten sind nur wenige Zentimeter groß, werden mit Ösen versehen und als Amulett um den Hals oder an der Kleidung getragen. Ja, das war ein langer Artikel, gleich über anderthalb Seiten. Und jetzt kommen wir ganz schnell zum Ende der heutigen Geschichtsstunde. Da will ich mal schauen, wenn wir noch Randbemerkungen haben. Ja, die eine kommt, die können wir beide hintereinander wegmachen, dann den letzten großen Artikel. Um 31.000 vor Christus, die Höhle Hohlenstein-Stadel im heutigen Alb-Donau-Kreis in Deutschland wird von Menschen bewohnt. Sie hinterlassen neben Knochen erlegter Tiere auch Geweih- und Knochenwerkzeuge. Die Höhle wurde bereits vor 100.000 Jahren von Neandertalern genutzt. Und dann haben wir noch um 30.000 vor Christus eine Randbemerkung. In Niederösterreich meißeln altsteinzeitliche Menschen die tanzende Venus. Eine 7,2 cm große steinerne Frauenstatuette mit tänzerischen Bewegungen, die auch als Fanny nach der Wiener Tänzerin Fanny Elsler
Habe ich es richtig? Elsler, ja. Bezeichnete Figur wird 1985 bei Erdarbeiten entdeckt. Sie gilt derzeit als älteste Frauenplastik der Welt. Und als letztes, und dann nehmen wir noch einen Schluck Milch vorher, ein kürzerer Hauptartikel, und da sind wir wieder gleich in der Zeit. Immer wieder in der Zeit, wie es normal ist. Um 30.000 vor Christus. Glasmeteorite geben Rätsel auf. Auf dem Gebiet des heutigen Libyen schlägt ein Meteorit ein. Durch ein geophysikalisches Phänomen hinterlässt der Einschlag Glasstücke von bis zu 60 Zentimetern Durchmesser. Die Entstehung des Wüstenglases gibt der Wissenschaft jahrzehntelang Rätsel auf. Noch bis in unsere Zeit hinein hat man vermutet, der Schmelz sei aus Mondgestein entstanden, das auf die Erde geschleudert worden ist. Heute gilt als erwiesen, dass es sich um Gesteinsmaterial der Erde handelt, das beim Aufschlag eines Meteoriten aufgeschleudert und geschmolzen wurde. Ähnliche Stücke wie die Exemplare aus Libyen sind auch aus anderen Regionen bekannt und können bis zu 34,2 Millionen Jahre zurückdatiert werden. Die Tektide oder Glasmeteorite genannten Stücke sind meist flaschengrün, seltener auch braun. Sie wurden in tertiären oder quartären Sedimentschichten nachgewiesen. Ihr Gewicht reicht von 5 Gramm bis zu 3 Kilogramm. Und damit sind wir wieder durch für heute. Und wie wir sehen, wir sind ordentlich vorwärts gekommen. Wieder 10.000 Jahre. 10.000 Jahre sind wir in der Zeitgeschichte vorangekommen. Mehr als die Zeit, die wir heute nach Christus nennen. Ja, ich hoffe, es war wieder das ein oder andere Interessante für euch dabei. Wir haben wieder viel erfahren, wie sich der Mensch entwickelt hat, mit meinen Hinzufügungen durch den neuen Fund in Süddeutschland. Nochmal vielleicht auf den neuesten Stand gebracht. Dass vielleicht das ein oder andere, was man zu der Zeit, wo diese Chronik der Weltgeschichte endete, 2008 noch nicht wusste. Und deswegen noch die alten Deutungen und in Anführungszeichen Erkenntnisse zugrunde legte, um uns die Geschichte des Menschen zu erklären. Ja, und dann hoffe ich, dass es euch auch heute wieder gefallen hat und wir uns auch morgen wiedersehen und wiederhören. Sowohl bei VK.com, wo ich mal von ausgehe, dort ist es sicher, als auch bei YouTube und bei Facebook müssen sie noch 10.000 Jahre warten, bis sie wieder erfahren dürfen, wie die Geschichte fortgeht und was die volle und nicht nur die Wahrheit des Zentralrats ist, die uns hier, wie wir gestern erfahren durften, die einzige ist, die wir als Wahrheit anerkennen dürfen, und die hier in diesem Land die Geschicke lenkt und nicht eine Frau Merkel oder ein Herr Ramelow. Das sind nur die Marionetten von Schramm, Schuster und Knobloch und Co. War eindeutig gestern zu erkennen durch die Vertrauensabstimmung des Herrn Lindner. Ja, gut, das soll es gewesen sein und damit will ich es nicht in die Länge ziehen und verbleibe wie immer mit haltet trotz allem die Ohren steif, bleibt trotz allem kämpferisch, wir werden es schaffen und ciao, ciao, euer Egon.